Mehdi Benatia, ehemaliger Verteidiger des deutschen Fußballrekordmeisters Bayern München, setzt seine Karriere in Katar fort. Der 31 Jahre alte Marokkaner verlässt den italienischen Serienmeister Juventus Turin und wechselt für eine Ablösesumme von 8 Millionen Euro zum katarischen Meister Al-Duhail. Mehdi Benatia verlässt Juventus Turin mit sofortiger Wirkung. Der ehemalige Profi des FC Bayern unterschrieb einen Vertrag beim Al-Duhail Sports Club in Katar. Der abstiegsbedrohte italienische Fußballerstligist FC Bologna hat sich von Trainer Filippo Inzaghi getrennt. Das teilte der siebenmalige Meister am Montagabend mit. Nachfolger des ehemaligen Weltklasse-Stürmers und Weltmeisters von 2006 wird der Serbe Siniša Mihajlović. Bologna hatte am Sonntag 0:4 gegen der FC Schalke 04 steht offenbar kurz vor einer Verpflichtung des Stürmer-Talents Rabi Matondo von Manchester City. Pep Guardiola weiß über den 18-Jährigen nur Gutes zu berichten. In der schottischen ersten Liga hatte Celtic Glasgow beim 3:0 gegen Hamilton Academic bei einem Tor kräftig Schützenhilfe. Keeper Ryan Fulton patzt auf spektakuläre Art und Weise. Nach dem gefahrlosen FA-Cup-Sieg gegen den FC Burnley, 5:0, hat Manchester Citys Trainer Pep Guardiola erklärt, welche Clubs für ihn die besten des Jahrzehnts sind. Nach nur rund einem Jahr will Yannick Carrasco seine Zelte in China offenbar wieder abbrechen und nach Europa zurückkehren. Keine Zukunft mehr beim FCA, nachdem Kai Jubi mit großer Verspätung aus Brasilien zurückkehrt ist, reagiert der Club nun und stellt ihn frei. Angreiferin Clara Bühl bleibt dem Frauenfußball-Bundesligisten SC Freiburg treu. Die 18-Jährige, die jüngst am Wintertrainingslager der Nationalmannschaft in Marbella, 14. bis 21. Januar, teilnahm, hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag beim SC verlängert. Der Verein machte jedoch keine Angaben. Im ersten Halbfinale des Asien-Cup schlägt Japan den Iran mit 3:0. Gegen die besonders effizienten Japaner hat der Iran keine Chance. 3 von 4 Schüsse aufs Tor landen im Netz. Im ersten Halbfinale des Asien-Cup schlägt Japan den Iran mit 3:0. Gegen die besonders effizienten Japaner hat der Iran keine Chance. 3 von 4 Schüsse aufs Tor landen im Netz. In der Saga um einen möglichen Wechsel von Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea zum FC Bayern gibt es mal wieder etwas Neues. Außerdem, Mesut Özil und Sandro Wagner vor dem Absprung. Die japanische Fußballnationalmannschaft ist dank der Bundesliga-Profis Yuya Osako und Genki Haraguchi als erstes Team ins Finale des Asien-Cups eingezogen. Der Bremer Osako, 56., 67. Handelfmeter und der Hannoveraner Haraguchi, 90. 2, führten den Rekordsieger beim 3:0 gegen den Iran mit dem ehemaligen. Die Formel 1 könnte wohl vor einem erneuten Verkauf stehen. Wie die Wirtschaftsplattform johnwallstreet.com berichtet, sucht Besitzer Liberty Media bereits einen neuen Partner, der Formel 1 Anteile übernehmen könnte. Auch ein Verkauf soll grundsätzlich nicht ausgeschlossen sein. Der FC Bayern München hat im Werben um Callum Hudson-Odoi einen Rückschlag einstecken müssen. Informationen von Spox und Goal zufolge hat der FC Chelsea einem Winterwechsel des 18 Jahre alten Flügelspielers am Montag eine Absage erteilt. Ein Transfer im Sommer soll aber weiterhin möglich sein. Der kriselnde Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat den ehemaligen Nationaltorhüter Jens Lehmann als Co-Trainer verpflichtet. Dies teilte der Tabellen-15. Am Montagnachmittag mit, der 49-jährige Lehmann erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020. Er soll FCA-Chefcoach Manuel Baum unterstützen und wird Fußball-Bundesligist. FC Augsburg hat den brasilianischen Stürmer Kai Jubi nach dessen verspäteter Rückkehr aus dem Weihnachtsurlaub freigestellt.
Das teilte der Club am Montagabend mit. Der 30-Jährige, so der FCA, könne sich einen neuen Verein suchen. Grundsätzlich bringen wir Verständnis für privat. Der FC Augsburg hat den brasilianischen Stürmer Kai Jubi nach dessen verspäteter Rückkehr aus dem Weihnachtsurlaub freigestellt. Das teilte der Club am Montagabend mit. Der 30-Jährige, so der FCA, könne sich einen neuen Verein suchen. Hoffenheim macht den ersten Winterneuzugang perfekt und holt sich mit Lucas Ribeiro einen Verteidiger. Der Brasilianer bekommt einen Vertrag bis 2023.